Von Naftalan in Aserbaidschan reist das Euronews-Team weiter nach Talisch. Der Ort war nach aserbaidschanischen Angaben vor wenigen Tagen noch unter Kontrolle Armeniens bis zum 3. Oktober. Aus Sicherheitsgründen mussten wir Naftalan verlassen. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Talisch. Euronews ist das erste Fernsehteam, das dort dreht. Talisch liegt im Norden von Bergkarabach. Mehrere Städte sind in der vergangenen Woche von der aserbaidschanischen Armee eingenommen worden. Als wir in der Ortschaft ankommen, sehen wir, dass mehrere Häuser offensichtlich bei Kämpfen beschädigt worden sind. Unser Reporter kann eines davon besichtigen. Es wurde angeblich von Artillerie getroffen. Die aserbaidschanische Armee hat Bedingungen für das Filmen und das Fotografieren festgelegt, deshalb dürfen wir nicht alles zeigen. Man kann nicht genau sagen, wann die Bewohner der einzelnen Häuser weggegangen sind und wie lange hier schon niemand mehr wohnt. Eine der strengsten Bedingungen des Militärs war, dass wir keine Soldaten oder militärische Ausrüstung filmen durften. Auf dem Weg haben wir aber viele Panzer gesehen. Wegen seiner geografischen Lage im Norden Bergkarabachs war Talisch seit Jahren ein Ort, der bei Auseinandersetzungen schnell in Mitleidenschaft gezogen wird. Auch bei den bewaffneten Auseinandersetzungen 2016 beispielsweise wurde hier geschossen. Es ist nicht leicht zu sagen, welche Schäden in dem Ort aus welcher Zeit stammen. Wir müssen sehr vorsichtig sein, hat man uns gesagt. Es gibt Minen hier. Seit dem Waffenstillstand ist es jedenfalls hier in Talisch sehr ruhig.